Daher nach dem Bären und herzlich willkommen zu einem Zwischen-Let's Play sozusagen. Ja, dieses Mal Chicken Invaders. Das ist jetzt 2, ja. Ja, jetzt gehen wir erstmal auf Einstellungen und checken erstmal hier so alles ab. Spielverlauf. Bleiben wir mal auf den Lanzen. Ja, ich hätte mal gesagt, wir starten einfach mal rein, ne? Irgendwie lustig aus, das Fahrzeug. So, jetzt haben wir hier Meteorenschauer. Da mähen wir natürlich jetzt auch durchfliegen. Und zack, wir sind durch. Das schaut irgendwie komisch aus, als wenn das, der irgendwie, jetzt mal, wenn ich schieße. Jetzt mit der Technologie nicht bekommen. Multiskill. Oh, Meteor. Ach, die kann man auch kaputt schießen. Und wir sind durch Level durch. Ah, so weit, habe ich gedacht, ich muss schießen. Aha. Ach du Scheiße, jetzt kommen wir aber ganz gewaltig. Jetzt. Ja, ganz gut, okay. Okay.
geschenkt. Oh, jetzt haben wir natürlich noch stärkere Waffen. Ja, das wird halt immer stärker, wie ich sehe. Oh, jetzt wird's immer heftiger. Oh. Bumm. Das hat gescheppert, Leute. Weiter geht's. So, jetzt achten wir mal auf den Film. Was passiert? Sehr interessant. Wir haben wieder ein Leben bekommen. Oh, dann schlägt es sich davon. Mal gucken, was jetzt passiert. Lol. Ja, dann wollen wir doch mal weitermachen. Ja, das hat nur noch eins. Aufhören.
eine geile Waffe, Leute. Dann macht das natürlich auch viel schicker, viel einfacher. Oh, Technologie. Noch stärker. Ja, und der Waffe wird immer mächtiger. Wie ihr seht. Was? Helmkonvoi. Ja, wir werden immer heftiger, Leute. Zerstört. Alter, was ist denn das für ein bisschen? Oh, jetzt haben wir einen coolen Schuss. Das ist schon mal eine coole Schusstechnik, Leute. Heißt, wir müssen jetzt mit der ganzen Scheiße hier von vorne verballern?
Okay, Leute, wir haben eine verdammt hohe Punktzahl bekommen eigentlich, ne, wenn man bedenkt, hier erste 100.000. Ja, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video, hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, lasst mir ein Abo da und falls ihr Interesse habt, noch mehr von diesem Spiel hier zu sehen, dann schreibt es mir in die Kommentare und bis zum